Ja, jetzt mal ein kleines Video noch von unserem Bäckerier da. Ich muss mich schon wundern, was die gepöbelt haben im Netz über den Jungen. Also ich muss schon sagen, ich bin richtig enttäuscht. Einmal lassen sie die Spieler hochleben und dann wird gepöbelt ohne Ende. Das macht man nicht, das tut man nicht. Ihr wisst doch selber, dass Bäckerier uns schon zweimal gegen St. Pauli den Arsch gerettet hat und die Hamburger Meisterschaft gewonnen hat. Und wenn man mal einen schwachen Tag hat, das ist menschlich. Aber er trainiert jetzt einzeln. Das ist so ein bisschen mit den beiden Co-Trainern. Und noch zwei Leuten. Da bin ich mal gespannt. Ein bisschen technisch trainieren ist nie verkehrt. Aber ich will euch eins sagen, wenn er das alles beherrschen würde, Technik und seine kämpferische Einstellung, dann würde er hier schon längst nicht mehr im Volkspark spielen, sondern in England und würde Riesengelder verdienen. So ist es. Jeder Mensch hat seine Schwächen und seine Stärken. So, Baggy, mach dir nichts draus. Die Leute, die pöbeln. Ja, jetzt wird auch noch verkabelt, könnt ihr das sehen. Aber ist auch richtig, sie müssen alles ausnutzen, was geht. Und die beiden Co-Trainer machen Feierabend. Und das ist so eine technische Geschichte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll mit der Verkabelung. Robert haben sie auch den Kopf verkabelt. Begreife ich nicht. Fußball ist Fußball und nicht anders. Man kann auch alles verkomplizieren. Aber wie gesagt, das wollen sie wohl haben, weil das neu ist. Aber sonst für mich ist das alles Hokus Pokus. Alles klar, so sehe ich das. Helm-Peter ist für den normalen Fußball, wo raufgehauen wird und wo technische Sachen nicht mit einem Elektroschock gemacht werden, sondern normalerweise mit den eigenen Gehirn. Hau rein ist Tango, ich verstehe sowas nicht. Aber gut, muss ich auch nicht. Aber für Baggy alles Gute. Und der wird wieder treffen und er wird, vielleicht hat er auch Sorgen, wer weiß das. Hau rein ist Tango, tschüssi, nur der HSV. Und gegen Essen will ich einen Sieg sehen, alles gut. Wird schwierig, aber ist machbar. Alles gut. Tschüssi, nur der HSV. Helm-Peter sagt tschüss.